Ich habe echte Mauswalder Witze gesammelt. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior, Jerry, meine Damen und Herren. Hey Jerry, kommt jetzt wieder die Nuss? Nein, jetzt wird's witzig. Wir drücken dir die Daumen. Na gut, also, wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Warum summen Bienen, Jerry? Weil sie den Text vergessen haben. Der war gut. Mehr davon. Wieso trinken Mäuse nie zu viel Blausaft in einer Bar? Na, sie wollen doch nicht mit einem Kater aufwachen. Super. Echt gut, der Junge. Den hier werdet ihr lieben. Ein Kaninchenpaar will auf eine Luxusreise. Vor dem Schiff werden sie angehalten, weil sie zu viele sind, obwohl sie für genau 2 reserviert haben. Warum? Sag's uns! Na los! Weil sie noch 2 sind! Genial! Darf man aber nicht jedem erzählen? Nee. Danke! Danke! Jerry! Jerry! Komm von der Bühne! Mein Junior hat das neue Wissen in sich aufgesaugt wie eine Wassernuss. Er ist genauso begeistert wie das Publikum. So voll mit Elan habe ich ihn selten erlebt. Und so eine Reaktion hat der Wassertrick nie hervorgebracht. Dafür, dass du Junior zu einem klasse Comedian gemacht hast und mich meiner Rente einen guten Schritt näher gebracht hast, geben wir dir gern die Wassernuss. Nicht wahr, Junior? Junior. Ja, er stimmt mir zu. Nimm dir die Wassernuss. Großartig, vielen Dank. Du wirst sehen, bald ist mein Junior ein großer Star. Und du wirst sagen können, ich habe ihn schon vor seinem Durchbruch gekannt. Ich fühle mich sehr, geehrt. Hallo, du. Wusstest du, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich ist? Mein alter Freund, der Mond, hat aber nichts mit dieser Überflutung hier zu tun. Und auch nicht mit den wilden Krähen, die diese Gegend am Tage heimsuchen. Siehst du die Lichter jenseits des Flusses? Dort liegt der Anfang der traurigen Geschichte für die Tiere von Mauswald. Ich hoffe, dass sie ein gutes Ende hat. Können wir nicht etwas tun, um zu helfen? Ich fürchte, das liegt nicht in unseren Händen. Aber warte, lass mich dir eine schöne Geschichte erzählen. Aus den Zeiten vor der Überflutung. In ihr besucht der alte Magier von Mauswald das Postamt am Fluss, lange bevor dieser über die Ufer trat. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten verloren. Und vielleicht gibt es vielleicht... Sehen, wie viel Wasser diese famose Wassernuss wirklich saugen kann. Die Nuss hat Wurzeln geschlagen, aber wirklich viel Wasser hat sie jetzt nicht weggesaugt. Herr Kirchenmaus hat gesagt, dass die erwachsenen Wassernussbäume ganze Teiche leer saugen können. Aber ich kann den Baum jetzt nicht jahrelang beim Wachsen zusehen.
Vielleicht können wir dem kleinen Wassernussbaum etwas unter die Arme greifen. Wow! Das ist die richtige Einstellung. Liebe Zuhörer, Gräber hat sich wieder ausgebuddelt. In einem Stück und knochentrocken. Wir fahren also fort mit unserem Programm auf Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Wir beginnen wie immer mit meiner Lieblingsmusik. Wieder einer. Noch so ein Aufkleber. Noch einer. Schick, dem Briefkasten nachzuurteilen, wohnt der Plato. Das ist Sumse, die Taufliege. Meine Hausfliege, Haustierfliege, Fliegenhaustier, Stubenfliege. Eigentlich gehört sie dem Postbiber, aber ich habe sie schon ins Herz geschlossen. Aber eine blaue Wurzel. Diese schöne Zwergwurzel habe ich von den Zwergen geschenkt bekommen, als Dankeschön dafür, dass ich in meiner Sendung für sie geworben habe. Aber unsere Zuhörer daheim wissen das sicher schon. Zu Ehren der Füchse errichtet. Oder um Hühner zu ärgern. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Ich höre ganz, als ob... Wie ein holziger Korkenzieher, in groß. Hallo, du. Ich dachte, ich wäre alleine. Schleichst du auch gerne nachts durch die Welt? Bewegst dich hinter den Kulissen? Dort finde ich viele meiner Geschichten. Ich kenne auch eine schöne Geschichte über die mürrischen Waldzwerge, die hier wohnen. Möchtest du sie hören? Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten? Vielleicht. Wohey! Hallo, Jerry. Du bist aber noch spät auf den Beinen. Na, wohin soll es gehen? Unser Postamt am Fluss steht unter Wasser. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry. Bis später!